Willkommen bei Nerd am Herd. Heute machen wir Fischpresso. Wir haben diese Espressokanne, füllen unten den weißen Tomatenfond ein. Dann haben wir da den Einsatz, wo normalerweise der Kaffee reinkommt. Chilischote, ein bisschen Szechuanpfeffer, ein bisschen Knoblauch, frischen Rosmarin, ein bisschen frischen Thymian und ganz viel Basilikum. Dann schraube ich das zu. Fischpresso ist hervorragend geeignet zum Campen, Gourmet-Campen. Frische Tomaten, dann habe ich da ein paar getrocknete Kirschtomaten, das Saiblingsfilet, kann man natürlich auch jeden anderen Fisch nehmen, den man möchte. Den Fisch ein bisschen salzen, noch ein paar Tomaten obendrauf. So, jetzt haben wir das fertig zusammengebaut und dann geben wir das Ganze auf den Gaskocher. Wir geben Gas. Jetzt brauchen wir die Musik wie bei, was der? Ding, 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 ding. Ich mache mich wieder mal zum Affen. Die Leute glauben wirklich alle, ich habe nichts zu tun, gell? Ich sag's dir, wenn du das einschneidest. Und wir warten. Und wir warten noch immer. Jetzt stellen wir uns alle vor, wir sitzen irgendwo gemütlich am See, trinken ein kaltes Bier. Mach herrlich. Was gibt's Schöneres? Ah, schauen wir mal rein. Es tut sich noch nichts. Okay. Es geht los, es geht los. Jawohl. Und fertig ist der Fischpresso. Gott sei Dank hat es jetzt funktioniert und der weiße Tomatenfond ist jetzt heroben. Magic. Wenn ihr wieder irgendwelche verrückten Ideen habt, die ich vielleicht ausprobieren sollte, weil ihr ja vielleicht keine Zeit habt, ich aber schon, dann meldet euch bei mir. Und ich bin offen für fast alles. Ciao! Jetzt kommt dann wieder Redi Hochdeutsch, Redi Steirisch. Was reden wir denn heute überhaupt? Ich bin so geschissen. Echt. Können wir das bitte reintun? Daria, der Georg ist so geschissen. Normal mag ich nicht mit Pinzetten anrichten, gell? Weil das machen nur die Djangos. Ich hasse das. Der Daria grinst schon, dass er geschissen, weil genau das schneidet er dann nämlich ein. Fischpresso! You crazy mother...